Dass Helene Fischer ab Freitag über Wien fegt, grenzt an ein Wunder. Seit dem 6. Februar ist sie außer Gefecht gesetzt. Ein Infekt der oberen Atemwege zwingt die Vollblutmusikerin in die Knie. Doch am Donnerstagabend, nach einem weiteren Ärztecheck, gibt es endlich Entwarnung. Zuvor werden 7 Konzerte, darunter auch die für Dienstag und Mittwoch geplanten Auftritte, in der Wiener Stadthalle und die Aufzeichnung ihrer DVD in Berlin abgesagt. 70.000 enttäuschte Fans und Kosten von 3 Millionen Euro für Hallenmieten, Hotels und ihre 250 kopfstarke Tour-Entourage. Bis Sonntag stehen in der Stadthalle insgesamt 3 Konzerte am Plan. Die Bühne dafür ist bereits seit Montag aufgebaut. Wien erwartet nach 10 Tagen Zittern das größte Spektakel aller Zeiten. 29 Hits, 7 heiße Kostüme, darunter auch das spektakuläre Wasserkleid mit Spritzdüsen und waghalsige Akrobatik ohne Double. In Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil liefert Helene Fischer am Abend vom Opener Nur mit dir bis zum Finale Atemlos durch die Nacht einen atemberaubenden Mix aus Konzert, Modenschau und Zirkus. 3 Stunden Vollgas mit nie dagewesenen Show-Einlagen. 30.000 Fans sind am Wochenende dabei und freuen sich über eine einzigartige Show in der Wiener Stadthalle.